Und los geht's. Ach, die Ladezeiten, die könnten ruhig ein kleines bisschen kürzer sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, was will man machen? Außer einen fetten Rülpser loslassen, dabei Gott sei Dank die Mute-Taste noch gedrückt haben. Immerhin etwas, würde ich mal sagen. Ich brauche dringend neue Kopfhörer. Hui. Spyro ist so ein Angeber. Boah, ich dachte schon, ich hätte gerade irgendwie einen Bug oder sowas, so einen Fehler. Diese Elementargegner hier sind cooler als die Viecher. So groß wie die sind, die halten die echt nichts aus. Ich dachte, ein bisschen stärker wären sie schon. Ich höre die ganze Zeit. Wow. Wow. Oh, Schwein gehabt. Die denn da drüben? Die bekämpfen sich? Sollen sie machen? Weniger Probleme für mich. Gerettet! Zane! Oh, Spyro! Du hast doch keine Angst vor diesen großen, lauten, schrecklichen Bestien, oder? Natürlich nicht! Oh, gut. Das dachte ich auch nicht. Mhm. Ja. Nee. So einfach gebe ich hier nicht auf. Auf deiner Seite genauso? Nein. Gut, der Weg war jetzt nicht weit, aber ich hätte ja trotzdem irgendwas übersehen können. Weiß man bei solchen Spielen ja nie, ne? Man könnte ja immer irgendwas übersehen. Und da ich momentan sowieso versuche, diese Art von Level auf 100% zu kriegen. Blödes Schaf nervt. Okay. Ich mach grad einen Screenshot. Au! Das ist nicht schon wieder ein Double KO. Ah. Blöder Idiot. Muss man aber viel gleiten. Knapp daneben ist auch vorbei. Kalalalala. Na komm, friss, Sparks. Ich mag solche Spiele irgendwie. Gerettet, Eldred. Danke, dass du mich befreit hast. Ich weiß auch nicht warum. Früher habe ich solche Spiele ehrlich gesagt überhaupt nicht gemacht. Und heute bin ich froh, dass ich sie spiele. Ah. Danke. Außer Crash Bandicoot, den mag ich immer noch nicht. Die Figur mag ich, aber das Spiel nicht.
Naja, wirkliche Gegner sind das ja nicht. Da habe ich schon viel schlimmere Gegner hier in dem Spiel gehabt. Gut, das Schaf brauche ich jetzt nicht klatschen. Dann gehen wir hier hoch. Was er sich dabei gedacht hat. Oh. Irgendwas freigeschaltet. Yeah, Kristalle. Sind wahrscheinlich wieder 400 oder so. Au. Voll gegen die Fresse, Spyroline. In your face. In your schuppiges face. Spiel ist ziemlich hektisch, kann das sein? So. Gerettet, Zander! Gut gemacht, Spyro! Wenn du so weitermachst, kennst du bald alle Tricks der Welt der magischen Künstler. Hatten wir Zander nicht schon mal? Ach, hier sind wir. Toll, es fehlen mir wieder Kristalle, wetten. Ah, ja. Willst du bitte speichern? Hi, Spyro. Man hat wahrscheinlich schon gespeichert, okay. Oh, stimmt, den Drachen hat man noch gar nicht alle. Und den auch noch nicht. Den kleinen Saftsack. Ich will erstmal die Kristalle alle einsammeln, den kriege ich immer noch später. So. Jetzt kann's losgehen. Wie soll ich den bitte jetzt auf einer geraden Strecke erwischen, ey? Auf einer relativ geraden Strecke. Ich war immer viel zu lang für die Strecken hier. Das kann jetzt eine Weile dauern. Na, fast. Schade. Bisschen konzentrieren hier, damit ich nicht runterfalle. Ja, ich schaff das. Geschafft. Ach, hier sind wir. Gerettet, Calvin. Denk dran, die blauen Diebe haben auch außerhalb der Welt der magischen Künstler Eier gestohlen. Keine Sorge, ich kümmere mich um sie. Alle Drachen gefunden. Sehr gut. Jetzt müssen wir noch darüber kommen. Wie gesagt, jetzt muss ich nur noch darüber kommen. Entschuldigung. I'm so sorry. Komme ich gleich von... Warte, ich habe eine Idee. Ah, okay, funktioniert nicht. Mir fehlen noch Kristalle. Soll ich denn da bitte rüberkommen? Ich hab ne Idee. Und jump. Lauf.
Boah, habe ich mich da erschrocken. Boah. Kann doch dieses Ding aus dem Boden noch nicht plötzlich einfach auftauchen, ey. Himmel, Eier und Zwirn. Ernsthaft? Ernsthaft? Warte. Ernsthaft? Also manchmal, ey, wirklich. Einfach nur manchmal. Kann ich ja nur von hier aus erreichen. Ernsthaft? Zwei Leben für die Scheiße jetzt verloren. Hör doch jetzt auf! Ah! Himmel, Arsch und Zwirn! Ernsthaft, was soll denn der Rotz jetzt? Vor allem, es fehlen noch zu viele Kristalle. Habe ich den Schlüssel eigentlich noch? Jetzt habe ich den Schlüssel nicht mehr. Da drüben war ich noch gar nicht. Komm. Wie komme ich da jetzt rüber? Rüberleiten ist ja nicht. Ach schon, den Schlüssel habe ich ja in der Oberwelt gehabt. Stimmt ja. Nicht in der Welt hier. Jetzt bin ich hier wieder. Eine große Hanswurst. Hä? Wie soll ich denn da rüberkommen? Soll ich wieder gleiten? Mir geht dieses Gleiten irgendwo. Den Keks. Es muss einen Weg geben irgendwie. Einen einfacheren Weg darüber zu kommen. Das sind Felsen. Das wäre eine Tür. Ah ne, hier war ich noch gar nicht. Doch, hier war ich schon. Verdammt. Die Plattform geht ja nur hoch. Da drüben ist er nur einmal rundum. Warte, ich guck mal kurz was. Da komme ich nicht hoch. Doing, 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 doing. Rübergleiten geht nicht, dafür sind wir nicht hoch genug. Das ist mir bewusst. Und selbst wenn ich von hier aus gleiten würde, ist zu weit. Wie viel Leben habe ich noch? 16.
Oder auch nicht so weit. Okay. Dann halt so. Au. Ihr alten Säcke hier. Boah, das wird jetzt richtig mies. Ich glaube, der eine Kristall ist runtergefallen. Kann das sein? Das wäre richtig kacke. Ah, ne, doch nicht. Ja, doch. Was? Mir fehlen trotzdem noch Kristalle. Nur wo? Oder von wo, ehrlich gesagt. Jetzt hier, Robert Leit. Alter. Penner. Holy crap. Ja, kann er nur dann darüber. Nur da. Out. Ah, Nase juckt. Wie geht's dann nur wieder zurück wieder? Kann er nur von da drüben sein. Das heißt, ich muss jetzt... Oh Gott. Richtigen Winkel anpassen, ey. Schaffe ich nicht. Doch. Alter, wieso? Wieso trifft mich das? Boah. Knicke, Knocke, Bocke, Arke, Kocke. Ah, ich weiß sie. Nein. Warum ich gebremst habe, ist offensichtlich. Ich bin zu früh abgesprungen. Meine Nase. Komm, das will ich jetzt wenigstens noch schaffen hier. So. Das heißt, ich muss anzünden. Anzünden. Rüber. Und fallen. I hate you, you son of a dragon. Nochmal. Weil es so schön war. Ganz ruhig. Ich hasse diesen Drachen. Komm, ich hab jetzt... Ach, drauf geschissen, ernsthaft. Drauf geschissen! Scheiß drauf. Ich scheiß auf dieses dreckige, ekelhafte, lila Vieh. Bäh. Boah, Schlecken. Nee. Jetzt ja nischt. Jetzt ja nischt, dieser Scheiße.